Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auch vom Kanal mit eurem Brocken, meine lieben Freunde. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr immer über eure Klasse oder natürlich auch über alle anderen Klassen immer relativ schnell up to date sein könnt, dass ihr immer nachgucken könnt, was brauche ich, um natürlich die beste Tank, Healer oder DPS Performance abzuliefern. Man kennt es leider, man guckt sich den einen oder anderen Guide an und dieser ist vielleicht schon ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate alt und hat einfach nicht mehr die aktuellsten Informationen und man selber sucht nur einen Google so viele Informationen über Pakte, über Schmuckstücke und findet einfach gar nichts und fragt sich nun, ja, was soll ich nun machen? Ja, dieses Video wird euch nun einfach dabei helfen. Als allererstes dazu besuchen wir die Seite warcraftlogs.com. Dort wird einfach jeder Raid oder auch die ganzen Mythisch Plus Instanzen von jedem Spieler einfach mal mitgeloggt und ausgewertet. Wenn ihr nun auf dieser Seite seid, dann braucht ihr einfach nur hier einmal runterscrollen. Hier ist einmal Castle. Das ist der Raid-Content. Da könnten wir dann jetzt hier unten einmal auf DPS bei View More gucken, wenn wir Informationen über unsere Klasse brauchen, wenn es um den Raid-Content geht. Wenn ihr euch im Mythisch Plus-Content bewegen möchtet, dann auch einmal hier runter scrollen, dort unten bei DPS auf View More klicken. Das Ganze machen wir jetzt einfach einmal hier bei, wir wollen jetzt Informationen über den Mythisch Plus-Content haben. Jetzt sehen wir einmal hier ganz kurz das DPS-Ranking. Das ist aber hier erstmal für uns uninteressant. Wir wollen ja Informationen haben. Nun habt ihr hier den Reiter DPS. Dort einmal draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster, wo einmal alle Klassen von World of Warcraft gezeigt werden. Als Beispiel jetzt, ihr wollt einen Waffenkrieger spielen oder habt gerade mit einem Waffenkrieger angefangen und habt vielleicht noch nicht alle Informationen zusammen, dann könnt ihr diese hier abrufen, natürlich auch über jede andere Klasse und über jeden anderen Spec ist das Ganze hier möglich. Wenn wir jetzt beim Druiden gucken, seht ihr das Ganze ebenfalls. So, ihr seid jetzt ein Krieger und wollt wissen, okay, was brauche ich denn nun als Waffenkrieger, wenn ich den Mythisch Plus Content bestreiten möchte. Dann gehen wir einmal hier auf Warrior, dann hier auf Arms, da könnt ihr jetzt zum Beispiel gucken, welchen Pakt haben die Personen dann gewählt? Welche Seelenverbindung sind sie eingegangen? Welche Talente, welche Schmuckstücke, welche legendären Items etc. pp. Haben die Profis dann hier gewählt? Fangen wir doch einfach mal ganz kurz an. Klicken wir hier mal auf den Pakt für Mythisch Plus drauf. Dann sehen wir jetzt zum Beispiel direkt, wenn wir einen Waffenkrieger spielen, der stärkste Pakt, der am meisten gewählt wurde, ist einfach der Pakt der Ventier. Danach wurde am meisten danach noch gespielt. Hier sieht man dann zum Beispiel der Pakt der Kyrianer, die Necrolords und ganz unten dann die Nightfee, dann wisst ihr schon mal, okay, wenn ich mich in den Mythisch Plus Content bewegen möchte, dann wäre hier der Pakt, der Vent hier wohl der stärkste Pakt, den ich hier zum Beispiel einfach nehmen kann. So, jetzt wollen wir aber wissen, okay, die haben jetzt natürlich den Pakt der Vent hier genommen, aber da sind natürlich auch drei Personen, denen man sich quasi anschließen kann, also die Seelenverbindung, welche Seelenverbindung haben sie denn dort gewählt? Dann können wir da auch draufklicken und können hier auch direkt die Seelenverbindung einsehen. Das heißt, hier ganz oben sehen wir jetzt zum Beispiel, mit Nadja sind die meisten Leute ihre Seelenverbindung eingegangen, dann mit Teotar sind die nächsten ihre Seelenverbindung eingegangen. Das können wir für jeden Pakt denn hier auch genau gucken. Das Blaue ist dann hier zum Beispiel die Kyrianer, dann haben wir hier die Lilanen sind dann die sind dann die Dings, glaube ich. Das müssten die Ventier sein. Ne, das hier sind die Ventier, das sind die Kyrianer. Das hier sind die Necrolords. Und das hier sind dann die Nightfane. Na, da kann man dann immer so ein bisschen schon mal gucken, okay, wenn ich den und den Pakt spiele, welche Seelenverbindung ist es denn dort, die am stärksten ist? Auch da haben wir einfach dann die Information. So, wenn wir jetzt sagen, okay, das haben wir alles zusammen, könnt ihr hier auch auf Talente gehen und gucken, welche Talente spielen denn die Leute aktuell einfach im Mythisch Plus Content. Dann kann ich hier draufklicken auf Talent 1, dann sehe ich halt, okay, ne, War Machine ist hier noch mitgespielt worden, Sudden Death, also der plötzliche Tod quasi, wurde am schlechtesten mitgespielt. Die meisten spielen hier oben einfach diesen Schädelbrecher. Ne, und das kann man einfach hier komplett einmal durchklicken und sich wirklich angucken, welche Talente sind es denn nun, die dort einfach am besten gewählt wurden. Dann sehen wir hier unten, falls ihr das mal anhand des Namens nicht versteht, kann ja auch wirklich sein, dann könnt ihr hier einfach runterscrollen, dann seht ihr hier unten das auch nochmal bildlich, dann wisst ihr in den meisten Fällen, aha, okay, das haben die meisten Spieler dann auch gewählt. Na, dann kann man hier Talent 5, Talent 6 und Talent 7 einmal auswählen und sieht dann halt quasi, welche Talente wurden dann gewählt. Das Ganze kann sich natürlich hier auch relativ schnell ändern. Die eine Woche zum Beispiel ist jetzt Tyrannic, dann kann zum Beispiel sein, dass eine Fähigkeit stärker ist und dann ist wieder
Zum Beispiel, dann ist danach auf einmal wieder verstärkt Wochen im Mythisch Plus, dann ist wieder eine andere Fähigkeit stärker. Na, das Ganze variiert natürlich immer so ein bisschen. Aber hier habt ihr auf jeden Fall immer die Möglichkeit, alles rauszufiltern. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche Schmuckstücke, klickt ihr hier drauf, dann habt ihr hier eine direkte Tabelle und seht, aha, anhand dieser Tabelle schon mal, welche Schmuckstücke sind denn stark. Dann könnt ihr hier runterscrollen und seht dann direkt, welche Schmuckstücke sind es denn, die mir jetzt nun auch im Mythisch Plus Content die bestmöglichste Damage Performance hier einfach liefern. Na, dann kann man hier manchmal drüber gehen, bei manchen Sachen steht es dann auch dabei, wenn man jetzt hier guckt, da steht dann auch zum Beispiel bei, ne, sogar die Drop-Chance manchmal noch und auch von welchem Boss oder wo ihr her dieses Item erwerben könnt. Falls ihr das Ganze manchmal nicht sehen könnt, einfach dann wirklich mal kurz bei Google nachfragen, ne, dann hat man da aber auch die Information. Da kann man dann einfach mal so das Ranking kurz einsehen, welche Schmuckstücke dort am meisten benutzt wurden und natürlich auch welche Schmuckstücke hier einfach die bestmöglichste Performance abliefern. Das ist natürlich auch gerade wichtig, dass das Ganze könnt ihr dann auch einfach natürlich im Raid-Content machen. Hier habt ihr wieder alle Möglichkeiten. Hier könnt ihr dann auch auf die Legendaries klicken. Dann seht ihr jetzt zum Beispiel hier, der Ring oder halt die Handgelenke, die ich auch selber mit meinem Krieger benutze, sind hier einfach am allermeisten benutzt. Dann könnt ihr hier auch runterscrollen und nochmal ein bisschen gucken. Na, dann seht ihr hier, dann hier das dieses Judgment wurde dann hier zum Beispiel noch als nächstes relativ oft aktuell benutzt. Na, dann habt ihr hier an der Hand der Symbole, seht ihr dann auch immer eigentlich, um welches legendäre Item es sich handelt. Na, ist einfach relativ informativ und immer auch relativ up-to-date. Das heißt, wenn Blizzard jetzt was bufft oder Blizzard nerft was als Beispiel. Blizzard würde jetzt sagen, okay, wir nerfen jetzt einfach, keine Ahnung, wir nerfen jetzt den Ring, das Legendary. Dann würdet ihr das hier, was weiß ich, nach ein, zwei Tagen auf einmal relativ schnell sehen. Ihr klickt dann drauf und auf einmal seht ihr, hä? Dieses Tournament-Ding ist auf einmal unter dem Judgment-Ding. Ja, ne, wenn Blizzard was ändert, dann seht ihr das, weil die Spieler würden dann ihre Legendaries wechseln, würden ihre Skillungen ändern und alles. Habt ihr hier immer up-to-date die besten Informationen. Das, wie gesagt, habt ihr für alle Klassen einfach. Ihr könnt hier wirklich für jede Klasse. Ihr seid Mythisch Plus, ihr wollt Teal-Druide sein, ihr wisst die Talente nicht, einfach einmal draufklicken. Na, dann klickt ihr hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 einmal komplett durch. Dann seht ihr hier unten auch anhand der Symbole einfach, okay, welche Fähigkeiten werden denn hier als Healer benutzt. Das Ganze, wie gesagt, für jede Klasse, jeden Spec hier Talente für den Todesritter, 1, 2, 3 und Co. Na, da könnt ihr alles einfach abrufen und das ist hier einfach mega nice. Na, auch einmal draufklicken, jetzt sehe ich zum Beispiel, okay, welche Schmuckstücke nutzen die meisten Todesritter-Tanks, sehe ich das hier direkt. Da steht jetzt Kelter Sunrider zum Beispiel, wurde hier benutzt und natürlich die Fiole. Alles einfach relativ schnelle und gute Informationen, wie gesagt, die von den allen Spielern quasi zusammengesammelt werden. Dann wird das Ganze einfach ausgewertet und daran kann man dann wirklich sehen, okay, welche Schmuckstücke, welche Seelenverbindungen, welcher Pakt, welche Skillung etc. pp. Sind es denn aktuell einfach nun die bestmöglichste Performance für meine Klasse liefern. Nochmal ganz kurz gezeigt, auf der Hauptseite dann, der Link dazu befindet sich dann unten in der Videobeschreibung, braucht ihr nur runterscrollen, dann hier unten einmal auf DPS klicken, dann auf View More klicken, hier zum Beispiel beim Raid Content, dann hier auf DPS und dann könnt ihr hier einfach eure Klasse, euren Spec quasi suchen oder so könnt ihr auch anderen Leuten in eurer Gilde vielleicht helfen, falls ihr merkt, okay, vielleicht habt ihr, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ihr habt einen Magier in eurer Gilde. Der hat voll das gute Gear, fährt relativ wenig Schaden. So, dann könnt ihr selber auch mal vielleicht nachgucken, so, hier, hat er denn die richtige Skillung, die die meisten Top-Spieler verwenden? Hat er vielleicht ein falsches Schmuckstück oder habt ihr gesehen, er hatte mal ein Schmuckstück, das hat er jetzt vielleicht nicht an? Dann könnt ihr hier auch nachgucken natürlich und gucken, aha, okay, und jetzt seht ihr zum Beispiel, was weiß ich, na, der Spieler hatte jetzt zum Beispiel das Schmuckstück hier oben von dem Gladiator mit Crit, hat jetzt aber keine Ahnung, hat jetzt vielleicht diese Soul Igniter hier an. Na, dann könnt ihr ihm sagen, hey, ne, die Soul Igniter war gar nicht so gut, ich habe gesehen, du hattest letztens das Gladi-Ding an, dann könnt ihr dem das auch mitteilen, dann kann er sich auch selber wieder verbessern, so könnt ihr euch auch gegenseitig in der Gilde, in eurer Stammgruppe für Mythisch Plus einfach unterstützen und das ist immer wichtig, man sollte miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, denn umso besser natürlich der ganze Raid harmoniert, umso besser kommt man halt auch voran und wenn man die Fehler der anderen sieht, dann ist das keine schlimme Sache, wenn man sie darauf aufmerksam macht, sondern konstruktive Kritik und die sollte man hier auch einfach mitnehmen und den Leuten einfach helfen. Und daher kann ich euch auf jeden Fall hier Warcraft Logs immer mit ans Herz legen, wenn es darum geht, dass ihr relativ schnell aktuelle Informationen über eure Klasse, über euren Spec oder andere Specs finden wollt, falls ihr vielleicht mal ein Reroll machen wollt oder ein Twink spielen wollt, damit ihr relativ schnell wisst, was ist wichtig. Ich hoffe auf jeden Fall mit diesem kurzen Video, quasi, ja, das sind jetzt schon 9,5 Minuten,
Konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen und ihr konntet die Information gut gebrauchen? Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das, denn Support ist kein Mord, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder einfach auch gerne was dazu schreiben möchtet zu diesem Video, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, denn einfach unten die Kommentare dazu benutzen und einfach schön was in die Kommentarbox für mich reinballern. Ich werde dann darauf natürlich so schnell wie möglich antworten. Ansonsten, wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.